eine Runde kuscheln, aber nicht mit Mama oder Papa, sondern mit einer Kuh. Möglich ist dieses Kuhkuscheln seit 3 Jahren auf der Sindlinger Glückswiese bei Frankfurt am Main. Für Hofinhaberin Dr. Isabel Müller-Germann ist jede Streicheleinheit eine ganz besondere. Gerade jetzt zur Corona-Zeit geht es ja immer familienweise und das kommt super an, weil man hat ja sonst nicht so viele Möglichkeiten und das ist einfach so Balsam für die Seele. Insgesamt leben 150 Tiere auf ihrem Hof, darunter Kühe, Hühner, Schweine, Gänse und Kaninchen. Kuh Helene und Ochse Benny sind als Kälbchen auf den Hof gekommen, deswegen sind sie so zutraulich. Eine Tierschützerin hatte sie seinerzeit vor der Diätkälbermast in Holland gerettet. Diätkälbermast heißt, dass die nicht artgerecht gefüttert werden. Die werden so gefüttert, dass das Fleisch halt schön weiß bleibt und kriegen zum Beispiel kein Raufutter. Unter den Stammbesuchern ist auch die 51-jährige Anja Schmidt. Sie kommt regelmäßig zum Knuddeln. Also ich bin 2-mal die Woche hier und mache das jetzt schon seit, glaube ich, 3 Jahren. Hier kann ich einfach abschalten und ich liebe wirklich Tiere. Die sind so dankbar. Also es ist einfach toll. Gekuschelt wird derzeit nur nach Termin unter Einhaltung der Corona-Regeln. Die Stunde Kuhkuscheln kostet dann 30 Euro. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.